So, hallo und herzlich willkommen auf dem Sofa. Wir machen ein Dankeschön-Video. Heute tatsächlich hier auf dem Sofa. Warum? Naja, weil oben in meinem Studio habe ich nur guten Ton, wenn ich das Mikrofon benutze. Das kann ich aber nicht benutzen, weil dafür muss ich als Danke sagen. Und deswegen bin ich aufs Sofa umgezogen, damit der Ton einigermaßen in Ordnung ist und ich trotzdem auch das Mikrofon vorzeigen kann, auch wenn ich langsam realisiere, wahrscheinlich wäre es auch gegangen, sich mit dem Mikrofon gleichzeitig reinsprechend so vor die Kamera zu hocken, dass man mich sieht und gleichzeitig das Mikrofon gleichzeitig benutze und was auch immer. Aber das Schöne ist, auf diesem Weg können wir mal einen Tonvergleich machen. Also das hier ist der normale Kameraton, der wird auch die meiste Zeit zu hören sein. Und ich quatsche hier auch mal noch ein Voice-Over dann später bei dem Mikrofongedönse rein, damit ihr mal da die Unterschiede merkt. Ja, aber Mikrofon kommt später. Erst kurz der Hinweis, Dankeschön-Video, was soll das sein? Das ist meine Form, Danke zu sagen, wenn ich was Schönes geschenkt bekommen habe. Ich würde auch Danke sagen, wenn ich nicht was Schönes geschenkt bekommen hätte. Aber ich kriege eigentlich nur schöne Sachen geschenkt, deswegen kam das noch nie vor. Und ja, das ist also alles wieder einmal ganz hervorragend und ganz, ganz toll. Und ich bin sehr überfällig mit der Notwendigkeit, dass das dringend jetzt fertig, ist lange her bei manchen Sachen. Bei manchen Sachen wirklich schon eine ganze Weile her. Und ich bin nicht dazu gekommen und möchte es jetzt also trotzdem auf diesem Wege nachholen. Nichtsdestotrotz war ja alles ganz außerordentlich nützlich. Habe extra den nicht schicken Pullover angezogen. Der hat jetzt 20 Jahre auf dem Buckel, aber funktioniert noch. Das heißt, er hält mich warm und hält mich bedeckt. Das sind so die wesentlichen Funktionen, die er haben sollte, meiner Meinung nach. Ja, das da hinten ist unser Outdoor-Ausrüstungsregal. Da steht hinterm Sofa. Das hat philosophische Gründe. Das soll einen beim Chillen auf dem Sofa daran erinnern, dass man doch eigentlich auch mal wieder eine Tour machen könnte. Funktioniert hoffentlich bald ganz hervorragend. Hoffentlich. Ja, bisher war jetzt winterbedingt und gesundheitsbedingt tatsächlich so ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich schon wieder Schnupfen übrigens, wer das noch nicht rausgehört hat. Das ist ein anderer Schnupfen als das letzte Mal, als gesundheitlich wieder nicht so einfach war. Aber das dürfte schneller vorbeigehen, hoffe ich. Und gut. Züxel. Züxel klingt so fast so ein bisschen wie mein Nachname. fast. Das ist ein Router, mit dem man mit dem Handynetz, also ein Handynetz-Router, um ins Internet zu gehen, mit einem normalen Computer, über das Handynetz, so rum irgendwie. Haben wir geschenkt bekommen, vielen, vielen Dank, als wir hier eingezogen sind und hier noch kein funktionierendes Internet hatten. Und da hat dieses Teil dann doch sehr erfolgreich dazu beigetragen, uns zumindest mit einer Internet-Notversorgung, für Video-Upload reicht das nicht, ne? Das sind zum Teil so 90 Minuten, der hat gerne mal 12 bis 14 Gigabyte. Und das Hochladen, das dauert ein bisschen mit den meisten Internetverbindungen. Wir sind jetzt in der glücklichen Situation, inzwischen eine sehr schnelle zu haben und haben, ich glaube, 12.000 Kilobyte pro Sekunde, ist das? Ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber jedenfalls, um tatsächlich 12 bis 14 Gigabyte hochzuladen, brauche ich derzeit etwa 1,5 Stunden oder irgendwie sowas. Damit kann man arbeiten. Ja, das Video geht 1,5 Stunden, 1,5 Stunden dauert der Upload, passt doch. das ist also wirklich in Ordnung, da kann ich mich jetzt nicht beklagen. Aber zwischendurch hatten wir eben gar kein Internet, ich musste viel lesen, das hat mir eigentlich auch mal ganz gut getan, so gesehen, das war nicht das Problem. Das Problem war mehr, wenn man dann mal einfach nur was recherchieren wollte. Ich hätte hier ja weiter Videos drehen können, hier in der näheren Umgebung, habe ich auch gemacht. Aber nicht mal was recherchieren hätte ich können, weil halt gar kein Internet. Ja, also vielen Dank dafür, das hat uns also sehr, sehr, sehr geholfen. Ja, so, nächster Gegenstand ist dieses Büchlein hier. Es trägt den schönen Titel Tannen, ist vom Wilhelm Bode. Das ist ein Kollege. Entschuldigung.
der sich auch mit dem Wald sehr intensiv beschäftigt, also Kollege im Sinne von, ist auf jeden Fall auch ein Forstmann. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe jetzt zum Autor gar nicht so viel gefunden. Hier steht nicht viel über ihn selbst in dem Buch drin. Daher, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch ein Forstwissenschaftler im weiteren Sinne mindestens ist. Wahrscheinlich auch im engeren Sinne. Das Buch jedenfalls ist wirklich ganz, ganz hervorragend. Das ist hier auch aus einer Reihe Naturkunden. Ich bin geneigt, in dieser Naturkundenreihe mal noch rumzuschauen, was es da denn sonst noch so gibt. Und das ist also wirklich ganz, ganz toll. Ein Porträt der Tanne. Porträt trifft es sehr gut. Die Tanne ist hier drin beschrieben, vor allen Dingen, ja, was heißt vor allen Dingen, in ganz vielerlei Hinsicht. Also nicht nur in biologischer, nicht nur auf die biologischen Eigenarten der Tanne, sondern auch ihre kulturelle Bedeutung, ihre zukünftige Bedeutung, die sie als klimaresistente Baumart vielleicht in der Zukunft haben kann. Ihre Historie, erstens mal als Schwarzwaldtanne, die nach Holland geflößt wurde, aber eben auch als Symbolbaum des Waldsterbens in den 80ern bzw. 70er, ausgehende 70er und 80ern. Und auch da sie wichtig, als Kulturgut, als Weihnachtsbaum, als Objekt, über das schon Lieder geschrieben worden sind. Oh, Tannenbaum, keine Sorge, ich singe jetzt nicht. Und all das kommt zum Tragen auf sehr hervorragende und schöne Art und Weise geschrieben. Ein Gesamtkunstwerk eigentlich, so irgendwie in diese Richtung, in der man natürlich auch wirklich was Konkretes über die Tanne lernt, über ihre Besonderheit, ihre biologische Besonderheit im Unterstand auszuharren, bis die Situation so ist, dass man wieder wachsen kann und schlechte Zeiten einfach zu überdauern in einem Überdauerungszustand. Da kann man sicherlich auch fürs Leben was daraus lernen, wenn man gerade schlechte Zeiten herrschen, die dann aber auch irgendwann vorbeigehen und man dann wieder vernünftig wachsen kann. Es sind auch tolle Abbildungen drin, teilweise sehr, sehr alte, teilweise etwas kuriose, teilweise wirklich Sachen, die zum Nachdenken anregen. Ich glaube, dieses kleine Zitat riskiere ich jetzt mal. Ja, also hier ein Plakat von 1914. Weihnachten im Feld, aber auch mit Tannenbaum. Und ja, also wirklich ein ganz tolles Werk. Ich bin ziemlich begeistert. Ich finde es auch, es sind hinten drin noch ein paar Porträts von anderen Nadelbäumen, die hier jeweils so eine Abbildung aufweisen. Ich meine, diese Abbildung noch zu erkennen, dass die aus irgendeinem anderen Fachbuch sind weiß ich jetzt gerade nicht genau. Aber nichtsdestotrotz wirklich viele, viele tannenverwandte Nadelbäume noch kurz vorgestellt, Vor- und Nachteile und ob die eine mögliche Alternative wären, wird manchmal angedeutet. Ist natürlich nichts eine Alternative zur Weißtanne. Selbstverständlich nicht, aber das ist meine Meinung. Man kann sie natürlich hier und da nochmal ergänzen, aber ohne die Tanne wird es kaum gehen. Ich finde auch super toll das Literaturverzeichnis, was da alles drin ist von ganz verschiedenen Autoren. Alexandre Dumas, eine Reise an die Ufer des Rheins im Jahre 1838. Den Dumas hat man schon mal gehört von dem, ne? 1838, wie gesagt, das ist also ein ganz altes Reisebüchlein, wo wir dann viel über die Historie der Tanne erfahren können. Drin ist auch, sind diverse historische Forstwissenschaftler, aber auch ein Rainer Maria Rilke zum Beispiel mit Advent, noch von 2012, also das ist noch relativ aktuell. Dann das Liedchen O Tannenbaum selbst ist auch drin, wird zitiert. Dann diverse andere Werke des Autors von Wilhelm Bode. Das ist ein ganz tolles Büchlein, eine Liebeserklärung zur Tanne, wenn man das so zusammenfassen kann. Und der kann ich mich nur aus vollstem
aus vollster Begeisterung anschließen. Das ist aber auch wirklich ein toller Baum. Und ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Die Lektüre hiervon hat mir richtig großen Spaß gemacht. Ist ja jetzt nicht sonderlich dick, ja, aber ich habe es gemütlich und langsam gelesen und zwischendrin noch ein bisschen sinniert. War bestimmt 2-3 Stündchen, glaube ich, beschäftigt. Und das waren sehr gut investierte 2-3 Stündchen. Also nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Könnten auch 4 gewesen sein. Wo machen wir denn weiter? Wir machen weiter auch noch mit dem nächsten Buch. Das handelt von diesem Herrn hier, Botaniker im Bereich, also im zeitlichen Bereich um 1850 bis 1950. Die sahen plus minus mehr oder weniger alle so aus. Und das ist auch gut so, weil daran erkennt man sofort einen Botaniker der frühen Jahre der ökologischen Wissenschaften. Und das ist für mich also wirklich ein ganz tolles Buch, worüber ich mich sehr gefreut habe. Da geht es also um den Botanischen Garten zu Oldenburg und den Wilhelm Meyer, der diesen eben lange Zeit geleitet hat und geprägt hat und damit auch in großen Kontakt zur damaligen, ja, ökologischen Wissenschaft, die es da so noch gar nicht gegeben hat, in der Form gehabt hat. Und man viel über die Forschungsgeschichte der damaligen Zeit, das Zusammenwirken der damals wichtigen Wissenschaftler erfährt. Und das hat natürlich jetzt auch noch einen gewissen Bezug auf mich, denn einer der Protagonisten, die neben Herrn Meyer selber eben hier noch eine Rolle spielen, Protagonist ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber trotzdem wichtig, ist auch ein gewisser Tüxen, Reinhold Tüxen, Professor Dr. H.C. Mult und so weiter. Zu diesem Zeitpunkt waren, glaube ich, noch nicht so viele Ehrendoktoren da. Aber das ist toll. Also das ist wirklich ganz, ganz hervorragend. Und ich erfahre auf diesem Wege jetzt wirklich vieles über das frühe Wirken. Kann man hier sich dann wirklich rauslesen, was mein Großvater so getrieben hat, wovon ich zum Teil so gar nichts wusste, weil vieles haben mir auch meine Verwandtschaft, hat ja vieles erzählt. Aber hier steht dann doch auch noch einiges Interessantes anderes drin und auch generell der Botanische Garten zu Oldenburg, da hat auch mein Vater mal gearbeitet. Das ist für uns Tüxens, ich habe den selber noch nie gesehen, ich werde das hoffentlich noch ändern können und hoffentlich auch nicht in allzu später Zukunft erst. Muss ich da unbedingt mal hin und mir den mal angucken. Der muss wirklich ganz, ganz großartig sein. Also das ist für uns Tüxens wirklich ganz, ganz wichtig. Ich will es gar nicht so viel zum Buch sonst zu erzählen. Das ist für die meisten von uns nicht weiter interessant. Aber für mich war es wirklich ein Genuss, in eben diese Zeit der guten alten Wissenschaft nochmal eintauchen zu können. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist natürlich Quatsch, das ist ein rein subjektives Empfinden und objektiv betrachtet Blödsinn. Aber diese Zeit, als man wirklich noch in der ökologischen Forschung, als zum Beispiel die Pflanzensoziologie noch losgekoppelt gewesen ist, also das wäre quasi die pflanzliche Komponente des Ökosystems in Kombination mit ihrem Lebensraum, jetzt mal ganz einfach gesagt. Also quasi Ökologie ohne die Tiere, sozusagen. Ist halt etwas einfacher zu beobachten, als wenn man die Tiere gleich noch dazu nimmt. Das macht das Gesamtsystem um ein Vielfaches sofort komplexer, weil man dann fast sämtliche Kreisläufe bereits drin hat und das noch nicht vereinfachen kann. Drum erstmal nur die pflanzliche Komponente und ihren Standort anzuschauen, ist im ersten Moment mal überschaubarer. Ja. Und in der Zeit, als das eben alles noch erforscht wurde und wir vieles noch gar nicht wussten und vieles, was heutzutage als Grundlage auch in der Forstwirtschaft zum Beispiel oder in der Landschaftsökologie, ganz wichtig auch da, gilt, wurde zu dieser Zeit alles erst entwickelt. Und eben auch einer der Pioniere, der an diesen Entwicklungen mitgewirkt hat, das ist halt der Herr Meyer, der da führend auch unterwegs gewesen ist. Ja. Muss man auch noch dazu sagen, ich habe gerade hier noch mal kurz reingeschaut, Naturkunde und Naturschutz als Lebensaufgabe. Naturschutz ist, glaube ich, da noch mal wirklich ein ganz guter Punkt. Den gab es ja zu Lebzeiten vom Herrn Meyer
gab es noch kaum Naturschutz. Das ist eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Davor ist keiner auf die Idee gekommen, dass die Natur im größeren Umfang irgendwie mal schutzbedürftig sein könnte. Und erst wirklich Pioniere wie der Herr Meyer haben diesen Gedanken eigentlich geprägt. Mein Großvater war da sicherlich auch nicht ganz unbeteiligt dran, diese Idee des Naturschutzes und die Notwendigkeit dazu überhaupt aufkommen zu lassen, publik zu machen. Und ja, aber ja, das ist eine andere Geschichte. So. Vielen, vielen, vielen Dank. Das ist ein großes Lesevergnügen gewesen. Jetzt Technik. Zurück zur Technik. Nämlich, bevor wir zum Mikrofon kommen, was ich schon angeteasert habe, ich habe auch diese wunderbaren Kopfhörer hier bekommen. Also wirklich was ordentlich. Tolles Produkt. Ganz, ganz tolle Kopfhörer. Die passen zum Mikrofon, die kann man beim Mikrofon einstöpseln, dass man also dann auch theoretisch die Möglichkeit hat, mit den Kopfhörern gleichzeitig, während man was einspricht, zu hören, wie das gerade klingt, was man einspricht. Das kann sehr interessant sein, weil dann merkt man sofort, wenn irgendwas kacke klingt und kann gleich aufhören. Man macht nicht gleich erst, weiß ich nicht, ich laber eine Stunde und merke erst hinterher, dass der Ton mies war. Das wäre dann schade, weil dann muss ich es ja nochmal machen. Und so kann man dann verhindern, dass das passiert. Das mache ich manchmal, wenn ich mir eben nicht sicher bin mit dem Ton, manchmal auch nicht. In jedem Fall sind die auch einfach von ihrer Akustik her so gut, dass ich auch besser merke beim Schneiden meiner Videos, mal davon abgesehen, dass man damit auch super Musik hören kann und so ein Zeug, klar. Aber vor allen Dingen auch beim Schneiden meiner Videos kann ich jetzt auch besser beurteilen, ist denn der Ton in Ordnung, ist der Ton nicht in Ordnung, wie ist das mit der Lautstärke der einzelnen Knips. Also wenn man so Zeug zusammenschneidet, für diejenigen, die da keine Ahnung haben, je nachdem mit was aufgenommen ist, und ich habe teilweise ja verschiedene Arten der Audioaufnahme, ist das unterschiedlich laut. Das interne Mikrofon der Kamera macht eine andere Lautstärke als zum Beispiel dieses Mikrofon, oder wenn man den Mikrofonpuschel drauf, also den Windpuschel drauf hat, dann ist nochmal die Lautstärke geringfügig anders als mit dem eingebauten Mikrofon und. Und auch die Umgebung spielt eine Rolle. Bin ich mal weit weg von der Kamera, bin ich mal nah dran, all sowas. Und das kann man einfach besser beurteilen und feiner justieren, dass da keine so großen Sprünge dazwischen sind. Da bin ich sicherlich besser geworden im Schneiden. Ich bin noch nie gut gewesen und ich bin es auch bis heute nicht. Aber es ist besser geworden. Zumal mein Büro ja in Anführungszeichen, hier sind wir jetzt in unserem Wohnzimmer und mein Bürolein ist ja nur der Bereich da oben, ne? Also da auf der Empore quasi. Und das heißt, das ist natürlich vom Schall her nicht getrennt vom Rest des Wohnzimmers. Und je nachdem, was Frau hier treibt, und unsere Küche hat auch keine Tür, das heißt, das ist alles ein Raum. Und da ist es dann ganz angenehm, wenn ich zum Beispiel am Schneiden bin, dass sie dann trotzdem Krach machen kann, ich mich noch gut verstehe beim Schneiden, weil ich eben Kopfhörer habe. Und sie schneidet auch Möhrchen in der Küche zum Beispiel. Oh Gott, das klingt jetzt so, als ob meine Frau nur in der Küche wäre. Nein, 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 nein. Nein, nein, nicht nur. Auch, ja. Manchmal bin ich da sogar ich und helfe. Manchmal. Was uns dann auch zum Mikrofon bringt, das ist, ich habe ja keine Ahnung, ob das jetzt eine gute Marke oder eine schlechte Marke ist. Ich habe aber den Eindruck, dass es ein sehr hochwertiges Mikrofon ist. Ich hatte vorher ja ein günstiges, da bin ich dran gekommen, so in dem Stil, und dachte, ja, das wird jetzt halt sein, das ist jetzt halt ein externes Mikrofon, so klingt das halt jetzt. Klingt aber scheiße, verglichen mit dem. Also wirklich, wenn man das direkt im Vergleich hört, dann das sind Welten. Also der Klang von dem Ding, da ist null Hall zu hören, gar nichts. Das hat auch viel mehr Einstellungsmöglichkeiten, allein schon am Mikrofon selber. Hier hinten gibt es nämlich einen ganz wichtigen Schalter. Da kann man nämlich einstellen, die Empfindlichkeit. Ob das Ding quasi jetzt im Modus ist, zum direkt davor jemand, der reinquatscht, aufnehmen, oder in dem Modus, dass es quasi die sämtliche Umgebungsgeräusche aufnimmt. Das heißt, dann hört man auch das Knarzen eines Brettes im Wind, ein paar Meter entfernt. Oder man hört das Rumpeln, wenn
ich die Treppe runterfalle. Und man hört gleichzeitig eben auch noch das Gequatsch, aber dann nimmt es halt wirklich alles, was an Sound da ist, auf. Und dadurch, dass man aber das eben auf die High-Einstellung, Gain heißt das, ich habe ja keine Ahnung von solchem Mikro. Gain steht hier. Ich habe keine Ahnung von Mikrofontechnik, wirklich gar nicht. Aber jedenfalls funktioniert das ganz gut. Und eben weil dieser Knopf da ist, dieses auf High und auf Low stellen können, ist, glaube ich, die Qualität doch so viel besser als bei meinem anderen alten, günstigen Mikrofon, dass das gar nicht unterscheidet dazwischen. Da quatschst du halt rein und dann ist trotzdem noch alles andere zu hören und irgendwie. Der Hall geht auch nicht weg, der Hall ist genauso da, als ob man jetzt einfach nur das eingebaute Mikrofon am Computer verwenden würde. Das ist jetzt auch nicht schlecht, aber verglichen mit dem Ding hier wirklich gar kein Vergleich. Und es hat eben noch einen Kopfhöreranschluss hier vorne. Das heißt, man kann hier direkt den Kopfhörer anschließen und kann dann eben. Das ist eine sehr komfortable Art und Weise und das dient dann quasi gleich auch noch als Kabelerweiterung hier mit dem Ding schaffen. Ich bin ja auch kein Experte, was die Audioaufnahmen angeht, aber an dieser Stelle jetzt doch nochmal ein kleiner Text, den ich mit dem Mikrofon dann im Schnitt einquatschen würde und dann merkt ihr mal den Unterschied, was das klangtechnisch tatsächlich ausmacht. Ja. Ja, ganz kurz nur schnell was mit dem Mikrofon eingequatscht. Also das hört man ja häufiger in meinen Videos. Ich wollte jetzt hier nur ganz gerade ein paar Sätze sagen, einfach zum Vergleich, damit man die Tonqualität vergleichen kann. Ja. Ja, eine Sache hätte ich noch, die hier noch auf dem Zettel steht. Und zwar möchte ich mich auch noch gerne herzlich bedanken für das Trinkgeld, was über die Trinkgeldhutfunktion reingekommen ist. Sein muss das natürlich nicht, aber wer das gerne machen möchte, der kann das natürlich tun. Und dann freue ich mich und Frau freut sich. Fünf Leute, glaube ich, so steht es zumindest auf dem Zettel. Und die sollten eben alle ihre Mail gekriegt haben. Ich möchte aber auch jetzt gerne persönlich nochmal eben in Videoform mich selbst auch nochmal eben entsprechend bedanken. Da war auch ein deutlich großzügigerer Betrag, als man von so einem kleinen Schnitzel-Trinkgeld oder Currywurst-Trinkgeld oder sowas erwarten dürfte. Dabei also da auch nochmal selbstverständlich ein ganz gesondertes. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das werden wir sehr gut verwenden können. Generell habe ich auch immer einen Zweck, wo das Trinkgeld hingekommen ist. In der letzten Periode habe ich mir auch so überlegt, dass ich mir da immer was Schönes einfallen lasse, was ich denn mit Trinkgeld anstelle. Und Trinkgeld ist ja, wie der Name schon sagt, Trinkgeld. Jetzt werde ich es nicht versaufen im Sinne von Whisky. Wäre auch nicht schlecht, aber manchmal hat man so Momente, da mag das vielleicht Sinn ergeben, aber nee, größtenteils verfuttere ich es eher. Es ist also eigentlich eher ein Essgeld als ein Trinkgeld und Frau kriegt natürlich auch was ab. Und ja, diesmal war es unsere neue Lieblingsdönerbude, weil durch den Umzug ne, eben auch neue Dönerbuden verfügbar, alte Dönerbuden nicht mehr verfügbar. Und Bude ist jetzt natürlich wieder abwertend. Es ist ein Restaurant, kann man schon definitiv so sagen. Und die haben auch noch ganz andere leckere Sachen, Pizza, Pommes gibt es auch, für mich persönlich von Relevanz. Currywurst gibt es keine, aber das macht auch nichts, muss ja nicht immer Currywurst sein. Currywurst war ich auch schon häufiger und ja, also so in die Richtung. Also auch sehr, sehr, sehr lecker und das ist dahingehend cool, weil das funktioniert folgendermaßen: Ich schwinge mich aufs Fahrrad, fahre sehr schnell in 8 Minuten bergab bis zur Dönerbude. Bude ist immer noch abwertend, egal. Pack das dann da, hol mir das da, pack das ein und muss dann versuchen, möglichst schnell bergauf, das geht dann nicht ganz so flott, wieder zurückzufahren, damit es noch heiß ist, bis wir wieder zu Hause sind, also ich. Und ja, damit habe ich A, ein bisschen Bewegung und B, ein bisschen was zu essen. Und das haben wir uns ein paar Mal jetzt tatsächlich schmecken lassen. Und vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Und das ist auf jeden Fall eine willkommene Bereicherung. Und jetzt noch ein kurzer, spontaner Teil, weil es ist noch ein Überraschungspäcklein angekommen. Das schneide ich jetzt also entsprechend einfach ans andere Dankeschön gerade noch dran. Großes, tolles, schönes Überraschungspaketchen mit Kleinkram. Ich
mag Kleinkram. Ja, falls das noch nicht ganz klar geworden ist. Ich finde auch die zugrunde liegende Idee ganz großartig. Die besteht nämlich darin, dass sich da jemand, ne, ich nenne ja immer keine Namen, gedacht hat, es sei doch eine gute Idee, ein bisschen Ausrüstung auszumustern, die er nicht mehr braucht, und sich gefragt hat, ob ich die vielleicht brauche, so nach dem Motto Nachhaltigkeit, ne, bevor man es wegschmeißt, kann man es ja noch eine Weile nutzen, bevor der Lebenszyklus der entsprechenden Produkte zu Ende geht. Und das freut mich sehr, denn da bin ich gerne für zu haben. Wirklich sehr gerne. Ich mag ja außerdem ohnehin gebrauchte Ausrüstung persönlich sehr gerne. Also bis auf ein paar Ausnahmen, wo das dann ein bisschen schwierig ist, zum Beispiel Schuhe oder sowas. Ne? Aber bei so normalen Ausrüstungsgegenständen, weil es keine Kleidung ist, und die kann ja durchaus auch mal gebraucht sein, je nachdem, ne? Wenn sie passt, ist das überhaupt kein Problem, und da freue ich mich sehr. Ich habe ja auch Verwendung für viele Sachen mehrfach, weil dann ja heil und wieder mal auch noch irgendwelche Gruppenaktivitäten stattfinden und man dann auch gerne mal Ausrüstung verleihen möchte und Ausrüstung zur Verfügung stellen möchte. Das heißt, also das ist alles ganz super toll und habe ich überall Verwendung jeweils für. Das kurz zusammenfassend. So, und worum geht's? Unter anderem, und die finde ich auch sehr cool, diese Spiritusflasche, also extra für Alkohol gedacht, steht sogar drauf, Alkohol Fuel Bottle, Vago, woher kenne ich Vago? Habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo gehört. Das ist jedenfalls wirklich also explizit für Spiritus gedacht. Die Flasche selber, die wiegt quasi gar nichts. Das ist also sau cool, dass die so überhaupt nichts wiegt. Wird wahrscheinlich meine neue Primär-Spiritus-Aufbewahrungsflasche werden. Und sie hat eine super praktische Skala, damit man ungefähr weiß, weil die Kocher, die ich so verwende, haben keine, wie viel habe ich denn da jetzt eigentlich jeweils reingekippt. Und man kann dann auch so mit nach und nach Erfahrungswert auch genau sagen, wie viel brauche ich denn eigentlich ungefähr für den Kochvorgang, den ich vorhabe, damit man dann entsprechend Spiritus spart. Jetzt kann ich mit diesen Ortsteilen jetzt nicht so viel anfangen als Deutscher, aber das ist ja schnurzpiep egal, Hauptsache da ist irgendeine Skala drauf und man muss sich dann einfach merken, ein Strichlein reicht für x Wasser, ne? Je nachdem, was für ein Kochsystem man verwendet. Und es gibt so einen kleinen Ausgießnopsel, den man zumachen kann, also das ist wirklich cool. Also die kann ich definitiv gebrauchen, sehr, sehr coole Spiritusflasche. Danke, danke. Sowas hatte ich auch noch. Ich habe ein paar improvisierte Flaschen, die ähnlich aussehen, aber nicht direkt und nicht mit Skala und nicht mit Ausgießhilfe. Ja, das alles nicht. So, dann diverse Säckchen. Und zwar, wie heißen die? Seppi-Säckchen. Sind die auch von irgendeinem Fährmann? Fährmann scheint eine Marke zu sein. Kenne ich jetzt persönlich nicht. Macht aber gar nichts. Die sind prima verarbeitet. Die wirken zumindest mal wasserabweisend. Wasserdicht sind sie sowieso nicht mit so einem Verschluss hier. Das geht gar nicht. Aber wasserabweisend reicht für meine Zwecke auch schon vollkommen aus. Es gibt hier auch noch einen blauen großen Sack. Hoppla. Dieser hier. Der wäre jetzt natürlich toll als zusätzliches Kleidersäcklein, das man dann auch als Kopfkissen verwenden kann, wenn man da noch ein bisschen Gewicht sparen möchte. Ich bin inzwischen in der Hinsicht Luxus-Schläfer geworden, dass ich ein aufblasbares Kopfkissen, das auch wirklich nur ein Kopfkissen ist, mit Schleife und keine Multifunktionsnutzen habe. Aber grundsätzlich ist der Kleidersack als Kopfkissen nehmen natürlich die, ich sag jetzt mal, multifunktionalere, vielleicht noch ein bisschen ausgefeiltere Variante für diejenigen unter uns, die an sowas enorm Spaß haben. So, ja, nochmal so ein gelber Sack. Also nicht zu verwechseln mit der gelbe Sack, das ist was anderes. Und da kommt das nicht rein. Ja, also das ist schon mal prima. Also so Aufbewahrungssäckchen kann man ja wirklich nie genug haben. BW Elefantenhaut.
Ich verstehe ja nicht, warum die nicht bei dir ins Setup passt. Verstehe ich. Doch, leider verstehe ich es doch. Die ist halt schwer. Also was heißt schwer? Es kommt immer drauf an. Ich habe gerade neulich wieder eine Review von einem Ami zur Elefantenhaut gesehen, die schon länger her, dass er die gedreht hat. Aber da meinte er, die sei unzerstörbar und super toll und bla bla blub und so weiter. Und sie ist leicht. Das Interessante ist, jetzt muss man sich wirklich kloppen, ist dieses Ding jetzt noch leicht, wenn man so diesen generellen Regeln zu was ist leicht, was ist nicht leicht folgt, oder ist das Ding schon normal oder ist es schwer? Die wiegen so 400 und ein paar zerquetschte, je nachdem wie groß sie exakt sind. Die Größe ist ja auch nicht einheitlich, da sind mal ein paar Zentimeter mehr, ein paar Zentimeter weniger dran, also grob gibt es eine Basisgröße. Aber nach wie vor bin ich da halt sehr begeistert von, weil sie quasi unkaputtbar sind, ewig halten. Und was ist, das hast du einmal, das lagerst du ein, das kannst du vererben. Das kannst du dann, können deine Enkel wahrscheinlich auch noch weiter vererben. Es gibt ja einen Grundsatz auf diesem Planeten, nichts hält ewig, außer Plastik. Ja, und dementsprechend, es ist leider ist da viel Wahres dran. Und sie wirkt ziemlich neuwertig. Also klar, gebraucht sind die immer irgendwo, aber die wirkt wirklich ganz hervorragend in Schuss, hat überhaupt keine Löcher und nichts dergleichen. Freue ich mich sehr drüber, kann man brauchen, haben wir Vorrat, was Elefanten heute angeht, und gerade wenn man mal was Größeres vorhat und mal ein größeres Lager für mehrere Leute errichtet. Das wird jetzt auch immer mehr ein Thema, wenn dann Familien aus dem Freundeskreis beschließen, dass ihre Kinder mal in den Wald sollen und ich für zuständig erklärt werde. Und die haben ja im Regelfall gar keine Ausrüstung, die Kinder schon gar nicht. Und dann ist es auch wirklich ganz gut, wenn man dann noch ein paar zusätzliche Sachen rumliegen hat und die Kinder sich dann im Ausrüstungskeller austoben dürfen und da ein bisschen schauen, was sie vielleicht mitnehmen wollen. Und so in die Richtung. In solchen Ausrüstungsgeschichten sich rumtoben und sich da Zeug aussuchen, macht Spaß. Das mache ja selbst ich doch gerne und da weiß ich schon, was da alles da ist. So ungefähr zumindest. Ja, dann haben wir hier noch eine Tasse. Das ist Edelstahl. Eine GSI-Tasse. Die kennt man wahrscheinlich. GSI Outdoors. Hat man bestimmt schon irgendwo in irgendeinem Video von irgendeinem Kollegen von mir schon mal gesehen. Ich kannte sie auch daher. Das ist für einen Edelstahlbecher ein ziemlich leichter. Der ist auch schön groß. Edelstahlbecher haben durchaus ihre Berechtigung. Werden ja von vielen Leuten aus Prinzip bevorzugt, so nach dem Motto, muss nicht ultraleicht sein, Titan ist kacke und Alu gesundheitsschädlich, ist es schon, kommt immer auf die Dosis an, ne? Und dementsprechend möchte ich gerne eine Edelstahltasse haben. Finde ich von daher auch jetzt für mich sehr praktisch, wenn ich mal Leute dabei habe und entsprechend denen jetzt nicht unbedingt Nanobecher andrehen möchte. Und Titanbecher habe ich auch nicht so viele. Und dementsprechend noch eine Ersatztasse, sage ich jetzt mal, die man guten Gewissens verleihen kann, weil man sich sicher ist, die, also schlimmstenfalls ist sie halt ein bisschen schwerer als manche Alternativen, und sonst ist die aber völlig unbedenklich und also sehr cool und schön groß, und man kann doch was drauf köcheln. Drin köcheln, super langer Griff, das gefällt mir auch prima. Also ja, so eine hatten wir tatsächlich noch nicht. Von meiner Frau ihre Tasse, die sie in die Ehe mitgebracht hat, das ist die hier. Die ist ganz ähnlich, da steht jetzt nicht GSI drauf, aber die ist schon sehr, sehr ähnlich, und ich vermute mal, dass das eine ganz ähnliche Tasse im Grunde sein wird. Wahrscheinlich ist es auch plus minus dieselbe, aber der Durchmesser ist nicht ganz gleich, ne? Die von meiner Frau würde reinpassen, wenn da nicht der Griff wäre. Und ja, dann hier ein Deckel. Das ist ein Titandeckel. Ich weiß nicht, wer die eigentlich genau herstellt. Es steht da nichts drauf. Ich habe solche Deckel schon ein paar Mal gesehen. Der hier passt vom Durchmesser her auf Tassen. Und auch das ist sehr, sehr praktisch, weil das hier
ist eine Tasse und die hatte bisher keinen Deckel. Also ich hatte keinen Deckel, der auf diese Tasse passt. Wollte ich mir mit der Tasse hier was heiß machen, dann hatte ich halt keinen Deckel oder habe halt einen Deckel improvisiert. Ne? Ich meine, man kann da jedes beliebige flache Metallstück, Holzstück, Plastikstück, wenn es ein bisschen hitzeresistent ist, drauflegen und dann hat man sich auch einen Deckel improvisiert. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Edler ist selbstverständlich so ein schicker Titandeckel mit Ausgussöffnung. Also also das ist jetzt bei der Größe vielleicht nicht unbedingt notwendig, dass man sich hier drin eher nicht seine Nudeln zubereitet. Aber schön ist auch, dass da halt der Dampf dann gut aussteigt aus diesen Löchlein und spätestens wenn da ordentlich der Dampf aufsteigt, dann kocht auch der Inhalt der Tasse. Das ist für mich immer so ein bisschen der Indikator, wenn ich weiß, also spätestens jetzt kannst du aufhören zu kochen, wobei meistens mache ich mir nur heißes Wasser, nicht kochendes Wasser. Also auch da vielen, vielen Dank, das ergänzt meine bestehende Ausrüstung ganz hervorragend und da freue ich mich sehr drüber, ja. Das sind halt so Kleinigkeiten, das ist nicht notwendig, es ist aber schön. Und Sachen, die schön sind, sind zurzeit wenig genug vorhanden, von daher ist das ganz hervorragend. So, dann haben wir hier noch solche Säckchen. Kein Plan, was das ist. Das kann ich jetzt gar nicht zuordnen. Es steht was drauf, nämlich CSV. Ist das... Ja, also falls zufällig jemand weiß, was es damit auf sich hat. Cherizaj 1984 könnten das tschechische Militärsäcke sein. Jedenfalls finde ich die auch saumäßig cool, so als Aufbewahrungssack. Ich habe Schlafsäcke, die passen da auch wunderbar rein. Das reicht dann schon als Aufbewahrungssack, beziehungsweise als alternativer Transportsack, wenn man keine Tour macht, sondern einfach nur so mal irgendwo schlafen geht und deswegen gar nicht erst groß den Kompressionsbeutel für den Schlafsack auswählt. Zum Beispiel hier unser Sofadeckchen. Das ist eigentlich ein Sommerquilt. Ne? Der würde da schon wunderbar reinpassen. Ich mache das einmal kurz vor. Ja, also der passt da wirklich locker rein. Da muss ich nicht viel stopfen. Und dann macht man das hier oben zu. Und dann hätte man eben jetzt einfach wirklich für den Kurzstreckentransport ins Auto zum Beispiel oder vom Auto kurz zu einem Lagerplatz, der halt nicht weit weg ist und so weiter. Da ist das durchaus eine Option. Nur so als ein Anwendungsbeispiel. Ansonsten hast du noch geschrieben, man könnte die auch super als Rohstoff für irgendwas selber zu basteln, das verwenden. Stimmt. Das Material ist wirklich ganz prima. Das ist so eine schön anmutende Baumwolle und da kann man sich sicherlich das eine oder andere Lustige noch draus basteln, wenn man das dann möchte. Das wirkt auf mich wirklich als schon rezyklierbar. Ne? So, dann hier ein kleiner Klapp- und Faltwindschutz. Den finde ich sehr, sehr, sehr cool. Der dürfte aus Alu sein, wenn mich nicht alles täuscht. Kann man so entsprechend aufhalten. Kann man dann entsprechend zum Beispiel so aufstellen, ne? Und müsste das dann so hier hinstellen. Das geht natürlich einfach wieder auf, wenn man es loslässt oder so. Man muss es dann halt schon so hinstellen, dass es einigermaßen stabil steht. Und mal abgesehen davon, dass das natürlich ein prima Windschutz ist für gerade kleine Tassen und kleine Kocher und so kleine mal eben was heiß machen Geschichten. Hm, sowas hier zum Beispiel, das wäre jetzt ein bisschen zu groß. Die kriege ich nicht ganz drauf, die Tasse. Aber man kann es eben auch als Tassenständer verwenden, wenn die Tasse, die man verwenden möchte, dann eben groß genug ist. Ne? Also wenn das jetzt halten würde und wenn ich es jetzt nicht hochheben müsste, dann könnt ihr mir glauben, das funktioniert hier auch. Und ich denke, dass das schon auch von der Luftzufuhr noch ausreichen würde, wenn man jetzt zum Beispiel einfach das da mitnimmt, da unten ein paar Brocken Esbit reinwirft, dann hat man hier draus auch bereits schon einen Kocher. Ich habe das nicht gewogen, es ist sehr, 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 sehr leicht und wirkt eben auch sehr, sehr robust und macht erheblich weniger Lärm als mein Titan Folien Falt Windschutz. Packmaß ist sehr, sehr gering und man könnte das dann zum Beispiel auch in der Tasse, für die man es verwenden möchte,
verpacken. Und also da gäbe es gerade bei so einer großen Tasse diverse Möglichkeiten, sich hier draußen ein kleines Anti-Stress, ich gehe mir im Wald mal eben ein Heißgetränk machen, Set zusammenzubasteln. Ich glaube, genau das werde ich auch noch tun. So, dann hast du keine Freude an dem Fire-Stil. Ich gebe zu, inzwischen hat bei mir die Begeisterung von den Dingern auch abgenommen. Ich kann ihn trotzdem brauchen, alleine auch wieder schon zum Verleihen und zum den Leuten zum Ausprobieren geben. Aber ich kann das schon nachvollziehen, dass man die mal ausprobiert und dann relativ schnell feststellt, dass man doch lieber beim Feuerzeug ist. Das ist ein Light My Fire, das ist einer von den guten. Also auch da vielen, vielen Dank. Ich weiß schon, dass die nicht ganz allzu super extrem billig sind, ne? Und von daher weiß ich das dann schon sehr zu würdigen. Und dann hätten wir noch nicht ganz alles. Ich mache mal zuerst hier noch ein paar Taschentücher. Weiß nicht, was das für ein Taschentuch ist. Wahrscheinlich einfach nur etwas älter. Was ich weiß ist, nein, die sind nicht gebraucht. Was ich weiß ist, dass das hier ein Bundeswehr-Taschentuch ist. Die kenne ich, da hatte ich auch noch welche dienstlich geliefert. Die sind noch in einem ziemlich guten Zustand, auf jeden Fall als Outdoor-Taschentüchlein, sprich als kleines Geschirrtuch verwende ich die zum Beispiel ganz gerne, sehr gut zu brauchen, zusätzlich halt einfach noch so in eine Tasse reinmachen, ne? Flop, und dann kleppert es auch nicht so sehr in der Tasse rum, je nachdem was man da noch so reintut, können die dann wunderbar als Polstermaterial dienen, damit dann nicht so ein Gekleppere passiert. Ja, also auch da vielen Dank, und wahrscheinlich sind die einfach nur ein bisschen älter und ein bisschen vergilbter, aber auch Bundeswehr-Taschentücher. Ich weiß, aber das Format ist anders. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Jedenfalls, die kann ich auch brauchen. Wunderbar. Vielen Dank. Und dann haben wir noch, das fand auch meine Frau sehr interessant, dieses Teil. Das ist ein Getränkehalter für zum Beispiel den Riemen vom Rucksack, dass man sich dann das da dran macht und dann hätte man hier was zu trinken griffbereit. Das sieht man hin und wieder mal bei den Supersportlern, die dann da durch die Gegend rennen wie Blöde mit einem Hauch von Rucksack, also mehr mit einem Netzchen am Rücken, so in diese Richtung. Ich meine, das ist ja super, auch beeindruckend, was die für Leistungen bringen, ist halt nur nicht unbedingt etwas, was ich kann oder jemals können werde, aber der ist hochflexibel, was die Größe angeht. Wenn ich ihn hier jetzt mal aufbekomme, ja, dann kann man den hier aufklettern und hier kannst du quasi jetzt die Flasche dazwischen machen und dann sehr flexibel das ziemlich eng oder ziemlich weit wieder zusammenklettern, je nachdem was da von der Flasche transportiert werden soll. Und hier unten ist noch so ein Nupselchen, ne? Wenn man das jetzt wieder zumacht, dann seht ihr, dann wird das hier unten auch gehalten durch das Nupselchen, dann kann die Flasche da auch nicht rausfallen. Ja, Nupselchen ist ein Fachbegriff, das heißt genau so. Ich weiß, wovon ich spreche. also das ist auch ein wirklich, wirklich cooles Ding. Wofür hier hinten jetzt noch dieses Bändchen da ist, das habe ich noch nicht rausgefunden. Das gelingt mir aber bestimmt noch. Vielleicht kann man da... Ne, ich weiß es echt nicht. Ja, und das lässt sich jedenfalls am Gürtel tragen. Also hier kann man den Gürtel durchmachen, dann kann man das so tragen. Ist ja auch prima. Für mich wird das sicherlich gerade dann eine Rolle spielen, wenn ich so Touren mache, wo es nicht so sehr auf Gewicht ankommt, wo ich dann auch mal ohne Rucksack unterwegs sein möchte, gerade weil der dann schwer ist, wenn es nicht so sehr aufs Gewicht ankommt und ich dann so kleinere Abstecher mache. Und bei kleineren Abstechern möchte man gerne was zu trinken mitnehmen. Und wenn das wirklich nur ein ganz kleiner Abstecher ist, braucht man gar nicht noch großen Rucksack mitschleifen. Und da ich meine Kamera ja auch umhängen kann, wenn hier schönes Wetter ist und kein Regen, droht ein paar Akkus in die Hosentasche stecken, gegebenenfalls noch ein Objektiv mit dem Objektivköcher an die andere Seite vom Gürtel dran machen und auf die wieder andere Seite dann eben so ein Flaschenhalter. Das stelle ich mir ganz funktional vor, und der ist von Mammut. Das ist mal, der hat bestimmt das Dreifache gekostet dafür. Nein, Mammutsachen sind ja prima, ist ja gar keine Frage, aber da zahlt man halt auch den Namen mit, ne? Ja, also den werde ich sehr gerne verwenden. Und jetzt sind wir durch.
So, jetzt möchte ich noch mal kurz generell sagen, es tut mir jetzt ein bisschen für die anderen Schenkenden ein bisschen leid, weil die jetzt vielleicht, da ist meine Begeisterung vielleicht ein kleines bisschen geringer gewesen ist. Es liegt erstens daran, dass ich das an einem ganz anderen Tag, das war kein besonders guter Tag, ehrlich gesagt, aufgenommen habe. Und also nicht wegen den Geschenken, sondern weil es generell einfach kein besonders guter Tag war. Rückwirkend ist das einfacher zu beurteilen als während des entsprechenden Tages. Und zweitens, so ein Mikrofon zum Beispiel. Das ist unglaublich nützlich und wahnsinnig wichtig und hilft mir total weiter. Aber man kann ein Mikrofon, also ich zumindest, kann ein Mikrofon schlecht lieb haben. Ich kann einen braunen Sack, den kann ich dann schon besser. Das klingt bescheuert, aber den kann ich besser lieb haben, wenn man eine gewisse Liebe zu seiner Ausrüstung empfindet. Gierphilie oder wie man das jetzt nennen möchte. Ich weiß, der eine oder andere wird jetzt wissen, was ich meine. Ich bin mir sicher, ich bin da nicht ganz allein mit diesem Phänomen. Und natürlich, das ist völliger Schwachsinn, aber es spielt halt eine Rolle. Und ja, dass solche Tassen mit dazugehörigen Deckeln uns irgendwelche Glücksgefühle erwecken, man müsste mal wirklich einen Psychologen fragen oder eine Psychologin, wie das zustande kommt. Ja, also vielen, vielen Dank. Wie gesagt, auch die anderen Geschenke unglaublich nützlich, unglaublich toll. Auch die Bücher selbstverständlich ganz, ganz toll. Und Bücher kann ich wiederum auch sehr gerne lieb haben. Aber ja, also vielleicht war das noch mal kurz zur Erklärung ein wenig notwendig. So, jetzt ist das Video auch ganz, 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 ganz lang. Nochmal vielen herzlichen Dank an alle Beteiligten und bis zum nächsten Mal. Ich bin begeistert. Tschüss.